Liebe Grillfreunde, ich schaffe das heute, glaube ich, gar nicht so viel zu reden, weil ich bin so scharf auf dieses Hähnchen. Wir machen den schnellsten, einfachsten Broiler der Welt heute, weil Miki und ich waren 2 Wochen lang auf Entzug. So, was ist das Highlight? Der Broiler oder die Broilerin? Der Broiler, definitiv der Broiler. Ah, ja. So, Handschuhe. Ne? Bei Hähnchen lieber immer auf Nummer sicher gehen. Genau. Die haben uns auch extra nochmal gesagt, wir haben das gekauft bei der Weidelandfarm in Rieben. Alles, was mit dem Hähnchen in Berührung gekommen ist, muss mit kochendem Wasser abgespült werden. Mit dem rohen Hähnchen, ne? Das ist immer mit wichtig. Mit dem rohen, natürlich. Genau. Ja, genau. Ich mache das auf der Wiese, damit hier nichts spritzt. Ja, genau. Ich habe da schon diesen Tisch hingestellt extra. Wo denn? Hä? Ja, das habe ich doch weggeräumt. Das sah aus wie Kraut und Rüben hier bei uns im Garten. Nee, das war sein Sinn und Zweck. Das stand da vorher schon. Das hast du nicht dahingestellt. Damit das, haben die Kinder nämlich Piratenschiff. Ja, okay, ja, okay, das ist richtig natürlich. Aber an der Stelle hätte ich es trotzdem. Gehst du jetzt nach unten? Ey, Leute, ey, was ihr so denken müsst, wirklich, ne? Aber wenn man 2 Wochen lang nichts isst, ne? Dann wird man komisch. Da geht man in die Knie für Fleisch, ja, glaubt mir. Ja. Miki und ich, wir haben uns nämlich hauptsächlich von so Gesundheitsshakes ernährt. Miki hat das tatsächlich auch richtig verschrieben bekommen vom Arzt. Ich habe aus Solidarität und ein bisschen auch aus Dummheit mitgemacht. Du wusstest nicht, was auf dich zukommt. Und in Zukunft, das hat der Arzt auch gesagt, sollen wir uns gesünder ernähren. Also speziell du, Miki, obwohl ich ja finde, dass du schon sehr viel richtig machst. Das muss man an der Stelle sagen. Ja, anscheinend mein Körper sieht das anders. Ja, und der Arzt sagt Hähnchen, Freunde. Hähnchenfleisch. Hähnchen kann man gut machen. Gutes, nicht der Scheiß, den man so kaufen kann, wo alles Antibiotika verseucht ist. Aber das hier vom Bauern um die Ecke, das kann man ruhig machen. Oh, sieht auch immer lecker aus, ne? Ja, nee, finde ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich sehe das die ganze Zeit schon in gebrutzelter Form vor mir, weil so nackig finde ich es gar nicht so lecker. Ich mag ja nackig immer sehr gern, verstehst du? Schnell dich raus. Und das Gute ist heute, wir werden wirklich einfach einen richtig schnellen Broiler machen und einfach nur ohne Drehspieß, ohne viel Heckmeck, ohne dies, das, einfach auf dem Gasgrill machen, gucken uns das Ergebnis an. Sonst haben wir ja immer noch mal extra, immer Equipment dabei gehabt. Ne? Wenn wir einen Broiler gemacht haben, haben wir immer entweder dieses Sitzding gehabt, wo man so eine Dose imitiert oder halt einen Drehspieß. Das Sitzding ist auch geil, ja. Ja. Oder wir haben das zu einem Flat, wie heißt das? Diese, was alle gerade machen. Ja, also haben wir, wir haben es ja mal falsch ausgesprochen, deswegen sagen wir es einfach nicht nochmal. Ah ja. Schön langsam und schonend. Wir werden tatsächlich auf 120 Grad gehen und dann ganz langsam ans Ziel kommen und erst zum Schluss hochdrehen. Ey, du, weißt du, wenn du jetzt in der Hocke bist, muss ich auch in der Hocke sein. Das gefällt mir irgendwie überhaupt so nicht. Hier der Bürzel ab, ja? Der muss auch ab. Guck mal, ich mach das mal so hier, Lydia. Mal gucken. Ist das ein Bild, ja? So kann man das jetzt verwenden. Ich weiß nicht mehr, was man sieht, aber ich kann nicht mehr in der Hocke sitzen. Lieber Kameramann, was ist da los? Ich habe Feierabend quasi jetzt. Ich habe einen alten Mann an meiner Seite, einen alten Mann. Miki, hast du ja schon alles vorbereitet? Natürlich. Machen wir ein Süßchen auch? Machen wir da noch Gedöns unten rein? Nee. Ja, also ein bisschen Flüssigkeit, weil ich will zum Anfang wirklich schon, dass es noch ein bisschen dämpft oder gedämpft wird. Aber du Süßchen, ich bin heute wirklich nur einfach für rein und fertig. Okay, bin ich voll dabei. So. Das ist Salz, Paprikapulver und Parmesan. Was? Ja. Wird gut. Ich mache das jetzt mal mit den Fingern, ja? Ja, das na klar. Ja, einfach schön draufkippen. Ich finde auch, und da werden jetzt vielleicht einige sagen, nee, das sehen die anders, aber ich bin nicht unbedingt dahinterher, dass man unter die Haut gehen muss. Ohne viel Tamtam. Das ist heute wirklich für Leute, die gerade eine Diät hinter sich haben und einfach nur essen wollen. Links und rechts. Das hier unten drin wird uns, ja, wir machen auch Flüssigkeit rein, sonst brennt uns das an und dann stinkt's. Genau. Egal welche. Ja, Wasser. Lass uns alkoholfreies Bier nehmen. Echt? Darf ich ja nicht mehr trinken. Nicht mal alkoholfreies Bier, Freunde. Nee. Mensch, der Miki leidet. Ja. Ist doch scheiße. Ja, ist scheiße. Das ist unser letztes Bier aus unserem Kroatien-Urlaub. Sogar das für die guten Freunde. Naja, ist ja heute Feier des Tages. Ja. Kriegt jetzt das Hähnchen, das ist ein sehr guter Freund von uns. Machst du mit den Zähnen auf, oder was? Nee, mit dem. Hier, das. Na, mach. Machen manche. Ja, ich mach los. Ich kann das nicht. Hast du doch gerade gesagt. Nein, mach ich natürlich nicht. Ich mach das mit unserem Grillöffner, Bieröffner an der Grillecke auf. Alles? Ja, Lydia. Wir sehen uns in, wie viele Stunden muss es draufbleiben? Wir lassen es ganz langsam einfach gar werden und gucken, wann es fertig ist. Aber ich schätze mal 2,5 Stunden, weil wir es wirklich langsam machen. Lydia, wo warst du jetzt? Ich bin jetzt hier, 1,5 Stunden war ich alleine am Grill. Und du? Ich hatte Elternsprechstunde in der Schule. Es ist etwas länger geworden. Und keiner hat sich um den Grill gekümmert? Keiner hat sich um den Grill, aber um unser Kind. Hallo? Mhm. Wohl wichtig. So. Okay.
Aber es sieht doch schon mal gut aus. Ja, ach guck mal. Es ist sehr, sehr fertig. Ja, jetzt kannst, du noch einmal die Keulen bitte mal checken. Und ist es denn knusprig? Es ist super. Dann müssen wir auch gar keine andere Phase mehr machen. Ja, es ist absolut ready. Absolut ready. Mega. Und auch hinten am Rücken und so ist alles, alles gut. Also ich glaube, wenn jetzt die dicksten Stellen fertig sind, dann brauche ich jetzt nicht noch einen Rückenpieker. Na, einmal will ich aber noch den Rückenpieker machen, bitte. Ja, 93. Ja, perfekt. Und die andere Pro Seite auch noch mal. Wunderbar. Guck mal, hier sind es 88. Okay, okay. So gut. Und jetzt ist das Coole, jetzt können wir es mit der Conscious Form einfach so reinnehmen. Das ist wirklich wunderbar knusprig, hat eine bisschen zu hohe Kerntemperatur, die aber genau passend ist für unseren Geschmack heute. Und es riecht überall. Die ganze Nachbarschaft freut sich. So, Freunde, ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Ich sehe nur dieses krasse helle Licht. Ist da jetzt, wenn ich jetzt so gucke, Miki, gucke ich dann den Leuten in die Augen? Nein, überhaupt nicht. So? Ja, so ja. Und du hast einen richtig goldenen Schein, hast du, weißt du? Nee, man sieht bestimmt so meine rote Netzhaut da. Nein, du siehst wunderbar aus, wirklich. Das war wirklich gut, also Miki, oder? Ja, aber diesmal haben wir gar nicht gefilmt, wie du reingebissen hast, weil wir einfach zu gierig waren. Nach zwei Wochen ist man zu gierig. Es war ein Traum und es war so einfach. Und die meiste Zeit davon waren wir nicht da und unser kleiner Bräuking hat alles ganz alleine gemacht. Ja. Schön, dass wir die jetzt wieder benutzen können, unsere Grills. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Grillvideo dabei seid. Nächsten Sonntag, eine Frau lernt grillen und alles, was wir hier immer so benutzen an Equipment, findet ihr verlinkt unten drunter. Damit unterstützt ihr uns ein bisschen. Also, bis demnächst.